Willkommen zurück zu Let's Play Gear Up, zur gefühlt 10. Aufnahme, weil ich mich gerade ganz extrem über den Pay-to-Win-Scheiß in diesem Game hier aufrege, weil es ist irgendwie gerade alles extrem unfair und ich komme ins Spiel rein, instant Verlierer-Team. Ich fahre ein Stück, bam, tot, one hit. Ach ja, man sieht schon den neuen Panzer. Ich habe herausgefunden, wie das funktioniert. Während einer der Aufnahmenversuche übrigens, ich zeige es euch einfach kurz. Wir können auf Bild Vehicle gehen. Und dann, wenn wir den Turm ausgerüstet haben, so einen doppelten, dann können wir uns für einen Turret entscheiden. Was heißt das eigentlich? Geschützturm, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel den doppelten hier nehmen, den habe ich schon gekauft, dann können wir, haben dann nämlich hier unten Turret, Second Turret. Dann können wir hier unten auswählen, welche ich mir noch mitnehmen. Das habe ich beim letzten Mal total übersehen. Und jetzt kann ich hier nämlich 4 Waffen aussuchen. Das Problem ist, das ist unendlich nutzlos, weil ich schieße nicht alle gleichzeitig, sondern ich habe einfach nur 4 Waffen dabei. Die Kanone kann trotzdem alle nur einmal abschießen. Deswegen nehme ich den hier mit und den hier. Und ich schätze mal, ich nehme den als Hauptwaffe und den als Secondary mit. Und dann haben wir den hier. Ich kann was an den Farben tun, ne? Pink, nee, danke. Nur scheiß Farben hier. Ich habe Rot genommen. Kauf Basic und du hast mehr Farben. Juhu. Ja, statt Rot krieg ich Pink. Ist doch auch schön. Bäh, wollte mich doch verarschen. Ich meine, einfach kunterbunt. So. Na, wenn das nicht hübsch hässlich aussieht, nicht wahr? Ich muss es mal wieder so machen. Ah, so. Fertig. Ja, genau. Und ich habe ein Thumbnail. Juhu. Spielen wir. Ich mache nur ein Spiel. Ob ich verliere, gewinne oder nicht. Also ein vollständiges, wenn wir mittendrin anfangen. Dann bringen wir das zu Ende und machen direkt das, ja, ey, hallo? Was haben wir denn jetzt? Hab ich gar nicht gesehen, ne? Team Deathmatch. Ist auch scheiße. Ja, wenn wir mittendrin anfangen, dann mache ich und dann noch den nächsten. Ansonsten, wenn wir weit am Anfang sind des Spiels, dann nur die eine Runde. Ich habe gar nicht Lust auf mehr. Ich habe gerade einfach... Ja, gut, siehste, 10 Minuten. Passt doch, wunderbar. Was bin ich? Ich bin Team Blau. Dabei habe ich mich so schön bunt gefärbt. So, guck mal, kann ich wechseln. Sehr schön. Da oben ist ein Gegner. Ich bin nicht eigentlich in Gefahr, wenn ich hier hochfahre. Und weg. Hat er nochmal geschossen? WTF? Was bringt die Rakete da eigentlich? Ich weiß nicht. Da ist Munition. Ist das irgendwie ein Booster? Bam. Schau mal, was für Fernkampf und für Nahkampf. Boah, keine Chance gegen sowas. Aber noch erwischt. Sehr schön. Boah, diese 2 Kills, das war für mich gerade das übelste Erfolgserlebnis seit der letzten halben Stunde. Bei mir ist so die Lust weggeflogen. Einfach gar nichts mehr da gewesen. Treffe ich den nicht, oder was? Rollt der Panzer einfach weiter. Hammerhart. Alter, wieder so ein scheiß Sniper immer. Verpiss dich. Wir sterben, Junge. Keiner mag dich. Lass dich mal treffen, ey. Jawohl. Okay, das war eine Genugtuung, das glaubt ihr nicht. Hinten steht ein Panzer, da kann nichts machen. Oder da macht es jetzt nichts. Aber hier ist Munition. Jetzt bewegt er sich. So, weg. Self-Destruction, wollt ihr mich verarschen? Oh Gott.
Da hinten fahren welche. Ah, guck mal, Leben. Nicht gerade wenig. Hau ab, mein Leben. Da hinten, na. Sorry. So, der ist weg. Na, okay, jetzt treffe ich mich noch selbst. Ich kann mir gut vorstellen, das hier ist bloß... Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ein bisschen schneller fahren. Okay, der kommt nicht so weit. Ist ja nicht so schlimm. Da kommt ein Gegner, der mich noch gar nicht schämen, weil ich so wenig Leben habe. Da hinten sind ein paar mehr Gegner. Und dann mit einem Schirmchen, ich glaube es. Oh Gott. Naja, wenigstens fühle ich mich hier nicht ganz so verarscht wie in den letzten Runden. Das ist nicht, weil ich im Gewinnerteam bin, weil das bisschen heißt ja noch nichts. Hat er wieder endlich Munition oder so? BTF? Genau das meine ich gesehen. Einfach mal. Ein Treffer, bam. Dreiviertel Leben weg. Das sind so Snipers oder so. Ich meine, nichts gegen Snipers bei Shootern und so, aber irgendwie sind sie hier schon ein bisschen unfairer. Ich meine, klar, dieses Ding hier macht auch mehr Schaden, aber nicht so krank viel. Ich brauche hier schon ein paar Treffer, um die Gegner zu vernichten. Oh je, ich brauche Munition. Verdammt, der ist schnell. Da, erwischt. Brauchst du Munition oder erleben? Eigentlich erleben, ne? Was war das? Instant Down. Wollt ihr mich verarschen? Krass. Was für eine heftige Scheiße, ey. Hm. Na, guck mal. So, verjagt von unten. Der ist immer noch da drinnen. Oh, da hinten kommen sie alle. Den da würde ich mir gerne holen. Aber die Erfahrung sagt mir, dass wieder von überall jemand mit unfairen Waffen kommt. Nee, kann ich vergessen. Wie kann ich hier eigentlich hier das Leaderboard einschalten, um zu sehen, wie viele Punkte ich gemacht habe? Mit Escape nicht. Mit Tab geht's auch nicht. Ich kann ja nicht markieren oder so, ne? Was? Ey, der steht da hinten auf dem Dach und trifft mich. Mit einer Vierfach-Sniper? Das ist ja schon leicht unfair, ne? Mit einer Vierfach-Sniper. Habt ihr das gesehen? Er hat vier Schütze gleichzeitig. Präzise genug, um einen Panzer mit allen vier treffen zu können. Alter, das ist ja... Oh, hallo. Guten Tag. Ich dachte, wir hätten... Ja. Ey, dieser scheiß Camper, ne? Ne, Quatsch, und letztens auch die Zeit abgelaufen. Genau das war's.
Okay, wie kann... Hm. Ich habe gerade gefragt, wie ich mir die am besten holen kann, aber die Antwort war am besten gar nicht. Was haben die für Waffen, dass die mich direkt one-hitten? Oder zumindest so viel Schaden machen, dass ich echt keine Chance habe. Ich hätte gerne mal... What the... Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar. Einfach mal direkt im Gegner gespawnt. Oh Gott. Ich fand das Spiel am Anfang noch sehr lustig, aber jetzt mittlerweile... Na... Es ist nur noch so im Gehzu-Bereich. Ja, genau deswegen. Also sorry, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich so ein Equipment so innerhalb weniger Tage spielen konnte. Da hat jemand sich... Ich frage mich, was dieser Scheiß überhaupt soll. Warum verkauft man so ein Premium, bei dem man die besten Sachen einfach mal direkt freigeschaltet hat? Das ist... trifft bei mir nicht auf Verständnis. Ja, jetzt vernichte ihn doch endlich. Der kämpft da oben immer noch. Ja, also ich glaube, das war die zweite Folge und auch die letzte Folge von diesem Let's Play, weil... das Spiel ist gelinde gesagt... der letzte Bullshit, das ist letzter Rotz, das ist Scheiße, das ist Kacke, ich hasse es und ich will es nicht mehr spielen. Ganz ehrlich, ich will es nicht mehr spielen, einfach weil die dieses Pack verkaufen, dass man sofort alles hat. Das ist unfair für die Spieler, die sich, keine Ahnung, das kleinere Paket kaufen möchte, oder? Sich drauf verlassen. So, keine Ahnung, was damit aufgenommen wird. Es gab bei mir gerade einen Runtime-Error. Und warum, weiß ich nicht, das Programm wird jetzt schließen. Jedenfalls, abschließende Worte zu diesem Spiel. Ich spiel's nicht mehr. Es ist für mich gelaufen. Die Entwickler haben es geschafft, da ein Paket reinzupacken. Sorry. Einfach mal den Instant Win verkaufen für das Doppelte und dann ist das Spiel eigentlich für mich schon gelaufen. Nee, sorry. Unverständnis und keine Lust auf so eine Kacke. Ich lasse mich nicht abzocken. Naja, bis zum nächsten Projekt oder so. Könnt ihr das Spiel ja selbst mal anschauen. Kostet nix. Oder 8. Oder 16 Euro, nee, oder 20 Euro, das war's. Das kostet, glaube ich, im Moment bei Steam ist es billiger, aber ansonsten gibt's halt free, 10 Euro oder 20 Euro. 10 Euro ist, ihr habt alle Farbpaletten und Teile, unendlich viele könnt ihr haben. Und Premium ist halt, ihr braucht das Spiel nicht spielen, um was freizuschalten. Ihr habt schon alles. Und genau das kotzt mich an. Okay, ciao. Ich habe eine Idee als kleines Leckerli. Ich werde einfach mal, weil ich habe die Aufnahmen ja noch von den letzten Runden, die nicht so gut gelaufen sind, das für mich schlimmste reinschneiden, was ich gefunden habe, und auch mein End-Rage. Man kann ja drüber halten, was man will. Vielleicht ein bisschen peinlich für mich, aber für euch vielleicht erheiternd. Okay, aber jetzt wirklich. Ciao. Wir sind da oben. Kann ich zoomen? Ich kann nicht zoomen, ne? Okay. Ich glaube, so weit kann ich nicht schießen. Doch, kann ich, aber nicht. Boah. Boah, was war das denn? Hat der... vierfach Raketen, dieser Sack. Nee, sorry, aber das ist schon ziemlich unfair. Und da kommt direkt ein Sniper, ey. Hammerhart. Keine Chance hier. Bei dem, was der da hat, da muss man nichts mehr für können. Da macht man einfach einmal drauf, da... ist aber viel zu krass, was der raushaut. Aber ich schätze mal, seine Reichweite ist dafür noch sehr gering, ne? Mist, der hat mich überrascht. Der hat auch Drachenkopf, ne? Aber das ist ja dieser unfaire Sack. Bitte, dafür muss man nichts können. Ich schieße einmal drauf, ist man direkt tot. Okay, wahrscheinlich dafür als Ausgleich einen extrem langen Cooldown. Da, Munition. Nein, da ist kein Sniper. Der hat auch so eine Drachenkanone wie ich. Am Arsch. Oh, gibt's Fallschaden? Offensichtlich nicht.
Ja toll, ey, ich hänge ja voll fest, kann mich nicht bewegen. Da kommt direkt mit dem Sniper, das ist voll mies. Und die Zeit ist um. Leider, leider verloren. Ich habe ja, 2 Goldstücke bekommen, 11 Kills. Was hat der für Waffen, dass er mich so schnell killt? Ey, was ist das für eine unfaire Scheiße für Anfänger, die noch nichts haben? Ohne Witz, was ist für ein Balancing? Da ist gar keins. Ich meine, ich mache jetzt massiven Schaden, aber sollte du ja mal 50 Euro Premium gekauft hast, da fixt dir sofort hier alles weg. Schon wieder verloren. Kann ich einmal bitte mal ein Siegererlebnis hier haben? Ey, das macht keinen Spaß. Ja, Maschinengewehre sind doch sehr stark. Nee, sorry, ich habe keinen Bock, ganz halt nur Verliererrunden zu zeigen, das habe ich keinen Bock drauf. 3 habe ich. Komm, ich möchte ganz gerne mal ein bisschen mitgewinnen, das macht mir keinen Spaß. Sorry, aber ich bin nicht so, der sagt hier, ich ziehe das jetzt durch. Nee, fick dich durchziehen, ich will Spaß haben und das macht keinen Spaß. Willkommen zurück zu Let's Play Gear Up. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wie das funktioniert. Im Moment bin ich ganz schön am Rumragen, weil ich immer im Verliererteam lande. Deswegen gerade die Aufnahme abgebrochen, aber es war genau deswegen. Ich habe gar keine Chance dagegen. Scheiße. Kann ich irgendwie noch die Farben ändern? Ich möchte im Dingens nicht immer einen grünen Dingen haben. Sieht scheiße aus. Ich bin rot. Ich bin schon wieder ein Verliererteam. Nö, ich mach gar nichts. Leckt mich. Na gut. Machen wir das. Was? Nö, das Spiel ist kein Pay-to-Win. Schön doch. Krasser Scheiß. So, mal schauen. Ich bin... ja, ich würde sagen, es ist ausgeglichen. Team Blau. BTF. Ausgeglichen am Arsch. Auf einmal schon wieder. Schon wieder ein Verliererteam. Ich weiß, der Unterschied ist gering, aber trotzdem ist nervt. Ich will nicht immer das verfickte Verliererteam sein. Jedes Mal, auf der Battlefield. Ich habe da keinen Spaß dran. Was? Hat der schon wieder für Waffen, ey? Boah, ich könnte mich darüber aufregen, ne? So eine Scheiße, ey, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Jedes Mal, ey, ich komme in irgendein Spiel rein und egal ob Battlefield, das hier oder egal was, nimmt irgendein Beispiel, nimmt einen Haufen Scheiße als Beispiel, das sind zwei Haufen Kacke, die gegeneinander spielen. Wenn ich da mitspiele, ich bin mit Sicherheit im verfickten Verliererteam. Ich bin schon wieder hier rum. Weißt du, ich sag zwar immer, ich möchte nur Spiele spielen aus Spaß, aber irgendwie ohne Erfolgserlebnis hat man eben keinen Spaß mehr. Da, ach, ich hab keinen Bock auf diese Scheiße, ey.